Junk Food Taster.com, Episode 2787. This is Oval Maltine as a crunchy biscuits. Yeah, come in this big roll here. And here are the nutrition facts. So we got 23.5 grams fat in there. And it's made in Switzerland. Very good. Here we also go. Made in Switzerland. And it's, of course, related to this thing here, the Ovaltine. I think this is a name in Switzerland for Ovaltine or something. Let's not care too much, let's have it. So, I think I should open here. Let's figure. Okay, here they come. Look a little bit different, like on the serving sessions you look like a coffee bean or something. So they smell good, I can tell you. So first things first, cutting. Here, nice branding. I always cut stuff. Okay. And it's a rather big cream filling, I would say. Now I try to separate them by turning. No, not really working. Okay, and now I'm eating them. Mm-hmm. Oh, nice biscuits. I think I want to lick the cream here. Yeah. It's not really a chocolate cream. I don't know what it is, but it tastes really pleasant. Yeah. Yeah. These are super good tasty cookies. Mm. Okay, have you tried them yourself? Let me know. And nothing more to say. What's your favorite cookies? Thanks for watching, guys. Gut, das sind jetzt Kekse und zwar die Ovol Maltine, was wohl Zusammenhang steht mit diesem Produkt. Ovol Maltine. Also bei uns heißt das, glaube ich, so wie hier auf der Keksrolle. Und das ist Crunchy Biscuit. Sieht gut aus. Also optisch sieht es gut aus. Sieht so ein bisschen aus wie eine Kaffeebohne, finde ich. Und hier hat man noch dann so eine Füllung. Das ist keine reine Schokofüllung. Ist auch, hier ist auch Schoko ordentlich drin. Ist auch so richtig Malz, schmecke ich jetzt nicht raus. So wie man so ein bisschen vielleicht. Aber es ist irgendwie lecker. Ja. Also, die Cremefüllung als auch der Keks an sich ist beides lecker. Ja. Ich hatte ja gestern die Milka kleine Pause oder wie das hieß. Und hier merkt man wirklich den Unterschied. Das ist jetzt wirklich Premium Stuff. Und Milka gestern war billiger Durchschnitt so. Ja, lecker. Ich habe gegessen, würde zustimmen. Was ist euer Lieblingskeks? Ist fast noch besser als Oreo, würde ich sagen. Ist schon fett, das Zeug. Und hier die Zutaten. Die Ingredients. Genau, und Ovo Stuff ist wohl aus der Schweiz. Ja, das hatte ich hier wohl falsch gesagt, hatte ich behauptet, ist aus England. Naja. Gut. Wie dem auch sei, das war's. Danke, dass ihr zugesehen habt und bis zur nächsten Folge.